Über die Corona-Tage rief mich Ralf an. Er hatte meine Nummer vom Wohnprojekt. Ralf wollte mir sein Haus und einen Transporter zeigen. Die Frage war, ließ sich draußen im Leipziger Umland leben und würde der Transporter für den Umbau zu einem Wohnmobil geeignet sein? Ralf, wie lange wohnst du hier schon? Ich mach nichts für mich. Okay. Und sag mal, Ralf, was soll das werden hier? Was stellst du dir vor? Hä? Vieles. Wie viel? Was? Was soll das werden? Hinten wird Garten. Hinten wird Garten. Wo der Baustelle ist, da kein Parkplatz hin. Okay. Und was für Menschen wünschst du dir hier? Das ist egal. Keine Kriminellen. Familie mit Kindern, geht das? Das geht alles. Das ist eigentlich kein Problem. Ist hier in der Nähe eine Schule? War mal eine, die ist weg. Kindergarten ist auch weg. Aber das ist alles, der Schulbus fährt gleich hier vorne. Ich brauche 100 Meter. Nach Eilenburg, nicht? Ja. Und Eilenburg sind 10 Kilometer? Eine Schule ist in Jesewitz. Das ist alles zu 10 Kilometer entfernt, ja. Jesewitz ist 5 Kilometer. Das ist ohne Schule. Und der Kindergarten. Also es ist vieles in der Nähe. Okay. Zeigst du mal ein bisschen rum? Was ist das da vorne? Das sind Sparbuchten. Also da wird alles eingelagert. Wie Holz und so. Was ich jetzt von der Baustelle mitbringe. Holz ist zum Verfeuern da. Alles was Spammel ist, fliegt weg. Alles was gut ist, wird aufgehoben. Und wo kann man wohnen? Hier, hinter dir. Hinter mir. Hätte mehr, wenn du von hinten filmst. Also 3 Etagen das Haus. Drei Etagen, ja, hier unten die Etage. Das ist die alte Scheune. Und oben das Dach kannst du ohne ausbauen komplett. Ah. Da kannst du sogar 4 Etagen draus machen.